Hallo zusammen, heute 10 Fakten über unseren Lieblingspsychokinetiker. Die Rede ist natürlich von Jinzo. Und damit viel Spaß mit dem Video. Jinzo ist eine der Coverkarten von der Legendary Collection 4 Joey's World, dem Deck Custom Pack 1 und dem Dualist Legacy Volume 1 Booster Pack, wobei die letzten beiden nur im OCG erschienen sind. Der rosafarbene Hintergrund von Jinzo ist eine Anspielung auf seinen Effekt, Fallenkarten zu negieren, da diese einen rosafarbenen Rand haben. Jinzo taucht in den Artworks mehrerer Karten auf. Von Verstärker, Cyber-Energieschock, Unvergängliche Legierung, Fabrik der tausenden Maschinen, Psi-Schockquelle und Psi-Welle. Der Name Jinzo ist das japanische Wort für künstlich oder von Menschenhand gemacht, was den Maschinentyp dieser Karte widerspiegelt. Im Japanischen heißt diese Karte übersetzt Android Psychoschocker. Jinzo basiert vermutlich auf Psycho Mantis. Für die Psycho Mantis nicht kennen, er ist ein Bösewicht aus Metal Gear Solid, der wie Jinzo eine Glatze hat, eine Maske trägt und übersinnliche Kräfte besitzt. Jinzo hat 4 Gegenstücke. Eine jüngere Version mit Jinzo Rückkehrer, eine abgegradete Form mit Jinzo Lord, dann noch Jinzo die Maschinenbedrohung und eine Xyz-Form mit Jinzo gefächert. Wie bei allen Karten, die im Anniversary Pack veröffentlicht wurden, wurde auch das Artwork von Jinzo komplett neu gezeichnet und mit einem anderen Farbschema versehen. In Yu-Gi-Oh! Dark Duel Stories und Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 4 Battle of Great Duelist hatte Jinzo ebenfalls ein abgeändertes Artwork. Bei der Veröffentlichung in Rush Duel erhielt die Karte ebenfalls ein neues Artwork. Jinzo war das erste Effektmonster, das in Yu-Gi-Oh! Rush Duel als Legendenkarte veröffentlicht wurde. Es ist außerdem das erste Nicht-Maximum-Monster in Rush Duel mit einem permanenten Effekt und die einzige Karte, die andere Effekte annullieren kann. Jinzo ist die erste Karte, die Joey im Battle City-Turnier gewonnen und auch am öftesten eingesetzt hat. Insektenkönigin und der legendäre Fischer wurden nur einmal in seinem Duell mit Odion eingesetzt, während Festungswahl überhaupt nicht verwendet wurde. Im ursprünglichen Yu-Gi-Oh! Anime hatte Jinzo den Effekt, verdeckte und offene Fallenkarten zu zerstören, anstatt sie zu annullieren. Im Anime während des Virtual World Arcs nahm einer der Gusaburo 5 die Form von Jinzo an, um als sein Deckmaster zu agieren. Seine Fähigkeit erlaubte es ihm, alle Fallenkarten des Gegners zu zerstören, während er seine eigenen unbeeinflusst ließ. Und damit sind wir schon wieder am Ende. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst sehr gerne eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal und möge das Herz der Karten euch leiten.